Guten Tag, mein Name ist Markus Klein und ich möchte Sie wieder mitnehmen, sich mit mir zusammen die Videotechnik ein Stückchen genauer anzuschauen. Was werden wir heute uns ansehen? Heute werden wir uns ansehen, wie die Quantisierung funktioniert, und dazu springen wir dahin, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, die einzelnen Signale zu sortieren, und jetzt haben wir konkret das digitale Broadcast-Signal, welches wir uns ansehen möchten. Welches Signal würde sich jetzt nun am besten eignen zum Digitalisieren? Hier würde man logischerweise sagen, das qualitativ hochwertigste Signal, das RGB-Signal, jedoch durch die Tatsache, dass beim Komponentensignal schon die Luminanz von der Chrominanz getrennt ist, ist dies sehr hilfreich, weil der Mensch Strukturen sehr viel höher auflöst wie die Farbe. Dazu schauen wir uns jetzt ein Luminanzsignal an. Wir haben hier wieder die Treppenstufen, welche wir uns anschauen, beziehungsweise das ist das Farbtestbild im Luminanzbereich aufgelöst, und wir sehen, dass wir einen Headroom und einen Footroom haben, den Headroom über der obersten Treppenstufe und den Footroom unten unter der untersten. Wir quantisieren jetzt jedoch über diesen aktiven Bereich darüber hinaus. Das heißt, wenn wir von 0 bis 255 den gesamten Bereich aufspannen, dann ist das aktive Signal bzw. das, was sich unterhalb des Headrooms und oberhalb des Footrooms bewegt, das sind nur die Stufen 16 bis 235. Das heißt, wir digitalisieren hier in der Tat nur 220 Stufen und somit weniger als 8 Bit. Wenn wir uns jetzt nun anschauen, dass wir dementsprechend auch 720 Abtastwerte haben, dann kommen wir jetzt zu den Farbdifferenzsignalen, die auch quantisiert werden, auch jeweils mit 8 Bit 265 Stufen, jedoch auch hier mit einem Headroom und mit einem Footroom. Diese sind hier ein wenig anders. Sie gehen von 16 bis 240 und zeichnen dementsprechend dann die Farbdifferenzinformation ab. Jetzt kommt ein sehr interessanter Punkt, und zwar nach der ITU-R601BT werden hier nur 360 Abtastwerte digitalisiert. Warum beim Farbdifferenzsignal jetzt nur 360 Abtastwerte digitalisiert werden, das möchte ich Ihnen gerne beim nächsten Video zeigen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und alles Gute. Bis dahin, auf Wiedersehen.